Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In meinem letzten Videotutorial habe ich euch gezeigt, wie man professionelle Ergebnisse auch mit einem Smartphone bei der Filmerei erzielen kann. In diesem Video zeige ich euch, mit welchen 10 typischen Problemen man sich als Smartphone-Filmer rumschlägt und was man dagegen tun kann. Los geht's! Ihr kennt es alle, wenn ihr mit dem Smartphone filmt oder auch viele Fotos macht, der Akku ist ruckzuck leer. Das ist halt das generelle Problem eines Smartphones. In der Regel hält so ein Smartphone-Akku bei normaler Belastung nur einen Tag lang. Und ja, das heißt, ihr müsst euch entsprechend aushelfen. Wichtiger Tipp natürlich als erstes, wenn ihr mit dem Smartphone filmt, stellt euer Smartphone unbedingt in den Flugmodus. Das ist natürlich auch einerseits ganz praktisch, damit nicht plötzlich mitten im Filmdreh ein Anruf dazwischen kommt, aber erspart auch ganz einfach viel Saft. Außerdem schaltet euer Display ein bisschen runter von der Helligkeit, regelt es soweit es geht nach unten. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, gerade wenn ihr bei hellem Sonnenlicht draußen filmt, da müsst ihr natürlich auf dem Display noch einigermaßen was erkennen können. Aber wenn ihr die Chance habt, das Display abzudunkeln, solltet ihr es soweit wie es geht auf jeden Fall abdunkeln. Achtet darüber hinaus auch darauf, dass euer Smartphone nicht extremen Temperaturschwankungen ausgesetzt ist. Besonders wenn es sehr kalt ist oder auch sehr heiß, dann ist der Akku ruckzuck doch in Mitleidenschaft gezogen. Das heißt, im Winter solltet ihr euer Smartphone vielleicht mal in eine Filzhülle reinstecken, wo es dann einfach ein bisschen warm gehalten wird. Im Sommer bei hellem Sonnenschein und heißen Temperaturen achtet vor allem darauf, dass ihr euer Smartphone in den Drehpausen nicht einfach in die knallige Sonne legt, sondern achtet darauf, dass es dann im Schatten liegt. Darüber hinaus könnt ihr euer Smartphone natürlich in den Drehpausen immer wieder mit Strom versorgen, indem ihr natürlich eine Powerbank anschließt oder wenn ihr unterwegs seid im Auto, das Smartphone natürlich unterwegs ladet. Seht zu, dass ihr wirklich jede Drehpause dafür nutzt, um euer Smartphone wieder mit neuem Saft zu versorgen. Optimalerweise habt ihr noch ein zweites Smartphone am Set dabei, was ihr quasi während ihr mit dem anderen Smartphone filmt, immer direkt wieder ganz bequem aufladen könnt. So könnt ihr dann immer hin und her switchen. Die Überhitzung eures Smartphones ist sowieso ein generelles Problem im Sommer. Im Gegensatz, wenn ihr mit normalen Kameras filmt, wird ja doch rechtzeitig, weil die Kameras, die es halt eingebaut haben, eine Überhitzungsanzeige angezeigt. Beim Smartphone ist es oft so, mit einem Mal, es kommt nur die Warnmeldung Überhitzung und dann geht gar nichts mehr, von jetzt auf sofort. Das ist natürlich blöd, wenn ihr zum Beispiel ein Event filmt, zum Beispiel eine Hochzeit, wo gerade das Brautpaar zur Tür rausschreitet, zum ersten Kuss quasi bereitsteht, ja, und euer Akku versagt. Deswegen ein zweites Smartphone so als Notfall-Backup zu haben, ist gar nicht so verkehrt. Ein eigentlicher Vorteil der Smartphone-Filmerei ist auch gleichzeitig ein Nachteil, nämlich, dass das Smartphone so leicht ist. Super zum Transportieren, gerade wenn ihr mal auf einer Wanderung seid und filmen wollt, ihr müsst nicht schweres Equipment mitschleppen. Aber das Problem ist natürlich, das leichte Smartphone verwackelt sehr schnell. Das heißt, ihr müsst sehen, dass ihr das Ganze ein bisschen stabilisiert kriegt. Ihr könnt natürlich beim direkten Film aus der Hand darauf achten, dass ihr das Smartphone immer nah am Körper haltet, so ein bisschen so die Arme hier so an den Seiten anpresst, sodass ihr eine Grundstabilisierung im Smartphone vorhanden ist und dann könnt ihr mit leichten Schwenks arbeiten, aber ihr könnt generell das Smartphone schwerer machen, indem ihr ein entsprechendes Case um das Smartphone baut oder einfach ein bisschen Stabilisierung einsetzt, zum Beispiel natürlich mit einem Gimbal filmt oder einem kleinen Handstativ. Seht auf jeden Fall zu, dass das Smartphone generell so ein bisschen besser in der Hand liegt. Ihr könnt zum Beispiel auch noch so ein Schulterstativ einsetzen, wo ihr so den Druckpunkt an der Schulter habt, um so ein bisschen Stabilität reinzubekommen. Das ist ganz wichtig, dass ihr ja eben nicht so viel Spielraum habt mit dem Smartphone und dementsprechend die Bilder schnell verwackeln. Die interne Bildstabilisierung moderner Smartphones ist zwar schon richtig cool, aber trotzdem sieht man doch sehr, wenn man eben schnell aus der Hand filmt und dann doch ein bisschen mit rumeiert. Deswegen sorgt dafür, dass generell euer Smartphone ein bisschen schwerer wird durch entsprechende Rigs, durch entsprechende Erweiterungen. Da gibt es natürlich einen riesen Fundus. Es muss ja gar nicht immer ein Gimbal sein. Oftmals reicht auch einfach ein kleines Handstativ und schon habt ihr einfach wesentlich mehr Stabilität bei euren Aufnahmen und könnt euer Smartphone besser dirigieren. Alternativ, wie gesagt, nah an Körper und vorsichtige Schwenks aus der Hand. Und vor allem nicht so viel rumeiern. Wichtig ist natürlich auch die manuelle Kontrolle eurer internen Kamera. Das Problem ist halt, dass bei Standardkameras das Ganze auf Automatik steht. Ihr habt nicht direkten Einfluss auf die Belichtung, auch auf die Bildrate nicht und so diverse andere Einstellungsmerkmale. Und dann kommt ihr oft in Problemsituationen. Gerade wenn ihr zum Beispiel von einem Hell- in einen Dunkelbereich filmt, dann springt plötzlich die Belichtung hin und her und mitten im Film ändern sich die Belichtungswerte und es sieht einfach unprofessionell aus. Deswegen empfehle ich euch die App Filmic Pro zum Filmen, denn hier habt ihr
alle Möglichkeiten der manuellen Einstellung. Ihr könnt hier die Bildrate einstellen, ihr könnt natürlich die maximale Datenrate einstellen, ihr habt noch die Möglichkeit, ein flaches Bildprofil zu wählen, ihr könnt natürlich die ISO-Werte einstellen, Fokus und alle solche Geschichten, Weißabgleich ganz wichtig. All das könnt ihr mit der App Filmic Pro manuell einstellen. Es gibt auch noch andere Film-Apps, die ähnlich gute Jobs leisten, aber Filmic Pro ist eigentlich so die App, die sich bei Filmemachern mittlerweile bewährt hat, bei Smartphone-Filmemachern. Ein weiteres Problem der Smartphone-Filmerei ist die Lowlight-Performance. Klar, modernere Smartphones werden immer besser von ihren Lowlight-Kapazitäten. Das gerade erst vorgestellte iPhone 11 soll ja ein wahres Lowlight-Monster sein. Aber auch die neuen Samsung und Huawei-Smartphones sollen Lowlight einiges leisten. Trotzdem reicht das natürlich immer noch nicht an die Qualität von modernen DSLM- oder DSLR-Kameras ran, weil einfach der Sensor natürlich viel kleiner ist. Die Helligkeit des Bildes steuert über die Einstellung des ISO-Wertes. Hier müsst ihr allerdings darauf achten, dass ihr den ISO-Wert bei eurem Smartphone nicht zu hoch einstellt, denn dann habt ihr relativ schnell entsprechendes Bildrauschen. Das kann man natürlich in der Postproduktion mit diverser Software nachbearbeiten, aber das ist ja nicht euer eigentliches Ziel. Deswegen sollte man optimalerweise schon direkt bei den Aufnahmen darauf achten, dass man nicht so viel Bildrauschen im Bild hat. Ja, was kann man tun, wenn man den ISO-Wert nicht zu hoch drehen möchte? Man kann natürlich für mehr Licht sorgen, wie hier im Studio. Ist natürlich eine wunderbare Geschichte. Ich stelle einfach so viele Lampen auf, ja, wie ich brauche, damit das Bild entsprechend gut ausgeleuchtet ist. Das geht natürlich nicht, wenn ich in der freien Natur filme oder irgendwo in der Stadt unterwegs bin und ich gerade keine helle Straßenbeleuchtung zur Hand habe. Und dann gibt es noch als Lösung die Möglichkeit, ich kann die Belichtungszeit runterregeln. Normalerweise sagt man ja, die Belichtungszeit ist die doppelte Bildrate. Filme ich also mit 25 Frames per Second, sollte die Belichtungszeit auf einer 50stel stehen. Wenn ich jetzt allerdings in der Nacht filme, kann ich das auch auf eine 25stel runterschrauben. Dann habe ich zwar nicht mehr dieses Motion Blur, was man so ja diesen typischen Filmlook nennt, aber ich habe ein kriselfreieres Bild, was in diesem Falle auch viel wichtiger ist. Das stört außerdem nicht, wenn ich jetzt nicht so ganz wilde, schnelle Bewegungen filme, dann stört das gar nicht, gerade im Dunkeln fällt das nicht weiter auf. Deswegen wählt ihr einfach eine 25stel in der Belichtung, wenn ihr mit 25 Bildern die Sekunde filmt, oder eine 50stel, wenn ihr mit 50 Bildern die Sekunde filmt. Ein weiteres Problem aufgrund des kleinen Smartphone-Sensors ist natürlich die Dynamic Range. Das ist der Bereich, wenn man den Übergang von hell nach dunkel hat. Große Kinokameras haben eine relativ hohe Dynamic Range. Wenn ich zum Beispiel eine RED-Kamera nehme, das heißt, wenn ich von einem Dunkel in einen Hellbereich filme, sehe ich sowohl Konturen im Dunklen als auch im hellen Bereich. Wenn ich mit einem Smartphone filme, zum Beispiel aus einem dunklen Raum heraus in einen hellen, dann ist entweder der dunkle Raum total unterbelichtet, man sieht quasi nichts mehr, und man sieht den hellen Bereich oder der helle Bereich ist total überbelichtet. Da ihr ja die manuelle Kontrolle über die Belichtung habt, die könnt ihr bei Filmic Pro über diesen Kreis fixieren oder eben auch manuell einstellen, dann solltet ihr so einen Mittelwert wählen, der zwischen diesen beiden Werten liegt. Oder ihr nutzt einfach die mangelnde Dynamic Range eines Smartphones als Stilelement. Bekannte Hollywood-Regisseure, zum Beispiel Roger Deakins, nutzen auf jeden Fall oft genau diese Geschichten, dass man eben aus einem dunklen in einen hellen Bereich sieht und man diesen dunklen Bereich auch wirklich komplett schwarz abdunkelt, sodass man nur Silhouetten sieht. Auch wunderschön. Jemand steht in einem dunklen Raum, in der Tür ist eben nur so als Silhouette zu erkennen und bewegt sich in einen hellen Raum oder eben umgekehrt. Also nutzt es doch einfach als Stilelement. Vielen, denen ich erzähle, ich filme gerne mit dem Smartphone, die schreien als erstes, boah, ist ja total unprofessionell, überhaupt kein Bokeh-Effekt, das Ganze sieht da überhaupt nicht cinematisch aus. Falsch. Man kann tatsächlich auch mit dem Smartphone heutzutage coole Bokeh-Effekte hinbekommen. Modernere, neuere Smartphones, wie zum Beispiel jetzt gerade die neuesten Samsungs, die vorgestellt wurden, die haben sogar jetzt im Filmbereich die Möglichkeit, direkt einen Bokeh-Look nachzeitig reinzurechnen. Ob der gut ist, weiß ich nicht, ich habe es noch nicht gesehen, aber das wird ja auf jeden Fall die Zukunft sein. Habt ihr allerdings jetzt ein Smartphone, wo das noch nicht standardmäßig drin ist, zum Beispiel hier in meinem aktuellen iPhone habe ich diesen Bokeh-Modus zwar für Fotos, aber nicht für Videos. Ja, was muss ich tun, um einfach auch bei meinen Videoaufnahmen so einen Bokeh-Effekt hinzukriegen? Zwei Möglichkeiten kann ich euch hier als Lösung anbieten. Als erstes sorgt für Tiefe im Bild. Geht also an ein Objekt, was ihr filmt, möglichst nah ran, sodass dieses groß im Vordergrund erscheint und entsprechend scharf ist. Automatisch wird dadurch der Hintergrund unscharf. Das funktioniert aber wirklich nur, wenn ihr wirklich ganz nah an einzelne Objekte rangeht und die dann entsprechend fokussiert.
dann habt ihr entsprechende Tiefenwirkung im Raum, arbeitet sowieso generell in euren Videos mit Vorder- und Hintergründen, um eben diese Tiefe in einem Raum zu schaffen. Das sieht dann von vornherein schon cinematisch aus. Das heißt, wenn ihr euch in irgendeinen Raum reinbewegt, filmt erst den Türrahmen, wo ihr reingeht. Zum Beispiel, wenn ihr eine Person filmt, geht möglichst nah ran an diese Person, sodass diese quasi bildschirmfüllend gefilmt wird. Und dadurch wird ja diese Tiefe erzeugt, dass der Hintergrund automatisch unschärfer wird. Alternativ dazu könnt ihr diesen Effekt noch verstärken, indem ihr mit sogenannten Aufsatzobjektiven arbeitet. Dazu braucht ihr einfach so ein Lenscase, was ihr um euer Smartphone quasi befestigt. Das ist einfach ein ganz normales Case mit so einem Bajonettverschluss, mit so einer Bajonetthalterung. Und da könnt ihr entsprechende Wechselobjektive aufschrauben. Zum Beispiel von Wolfilms die Telelens. Damit habt ihr noch einen Vergrößerungsfaktor von 2 und ihr erhaltet einen wesentlich cooleren Bokeh-Effekt beim Videodrehen, als ihr den mit der standardinternen Linse habt. Sogar besser als mit der standardinternen Telelinse des Smartphones. Die halbe Miete ist natürlich beim Filmemachen auch der Ton. Das Problem beim internen Smartphone-Mikrofon ist, dass es erstens nicht sehr gerichtet ist auf eine Sprecherperson zum Beispiel. Es wird also noch viel Raumton von links und rechts mit aufgenommen. Und außerdem ist es sehr windanfällig. Ihr kennt das alle, wenn ihr irgendwas Cooles filmt, ihr habt immer diese störenden Windgeräusche im Bild. Im Ton, nicht im Bild. Und das ist natürlich das, was euch quasi letztlich die Videoaufnahme dann versaut. Aber es kann so einfach sein. Deswegen arbeitet entweder mit einem Aufsatz-Richtmikrofon. Das kann zum Beispiel ein Rode Videomic sein, was ihr einfach direkt am Smartphone befestigen könnt oder an einer entsprechenden Halterung, zum Beispiel dem Focus Grip. Dann könnt ihr einen entsprechenden Windpuschel verwenden, sogenannte tote Katze. Damit sorgt ihr dafür, dass diese Windgeräusche eliminiert werden. Und außerdem ist euer Ton damit dann wesentlich gerichteter. Wichtig ist beim Einsatz eines Richtmikrofons, dass ihr euch nicht zu weit vom Smartphone, sprich vom Richtmikrofon entfernt, sondern dass ihr immer so einen Abstand von maximal 1 Meter oder 1,20 Meter oder 1,30 Meter haltet, damit man euch einfach noch gut versteht und damit nicht zu viele störende Nebengeräusche mit aufgenommen werden. Alternativ könnt ihr auch einfach ein Lavalier-Mikrofon verwenden. Das ist so ein Ansteckmikrofon mit einem Windpuschel optimalerweise, um auch hier die Windgeräusche zu eliminieren. Dann habt ihr so eine Sendeeinheit, die ihr einfach via Kabel vom Lavalier-Mikrofon hinten in die Tasche stecken könnt. Und das Ganze läuft dann über eine Funkstrecke zu einer Empfängereinheit, die optimalerweise dann am Smartphone befestigt ist oder an einer Smartphone-Halterung. Und dann habt ihr eben den Vorteil, ihr könnt euch frei im Raum bewegen oder eben durch die Landschaften und seid nicht darauf festgelegt, dass ihr quasi direkt so ja, 1 Meter vor dem Smartphone dann stehen müsst, damit man euch noch gut versteht. Ein weiteres Problem bei der Smartphone-Filmerei ist die sogenannte 180-Grad-Shutter-Regel, die es zu beachten gilt. Ist schon ein bisschen ein Luxusproblem, aber das ist halt so das ja, Quäntchen an der Waage, was für einen richtig coolen Filmlook sorgt. Ja, worum geht es bei der 180-Grad-Shutter-Regel? Ich habe es schon in mehreren Tutorials erwähnt. Es geht einfach darum, dass wenn ihr zum Beispiel mal die Hand vor Augen nimmt und einfach mal so hin und her schwenkt, dann seht ihr, das Ganze ist nicht scharf, die einzelnen Finger. Und das ist genauso diese Bewegungsunschärfe, die man so aus Kinofilmen gelernt so kennt. Und um das mit dem Smartphone hinzukriegen, solltet ihr eben diese 180-Grad-Regel beachten. Heißt, wenn ihr mit einer Bildrate von 25 Frames per Second filmt, solltet ihr die Belichtungszeit auf eine 50. stellen, um diese 180-Grad-Regel zu erfüllen. Oder ihr filmt mit 50 Bildern die Sekunde, wie eben auch schon erwähnt, dann ist die optimale Belichtungszeit eine 100. Ja, um diese Werte zu erreichen, ist eigentlich so in-house, wenn ihr so indoor filmt, kein Problem. Nur wenn ihr draußen bei knalligem Sonnenlicht filmt, dann habt ihr die Probleme, die Belichtungszeit anzupassen, ohne dass es gnadenlos überbelichtet ist. Ja, die Lösung ist in diesem Falle, man filmt mit einem ND-Filter. Denn dieser ND-Filter sorgt dafür, dass ihr die Belichtungszeit wieder nach unten korrigieren könnt, um diese eben optimal der 180-Grad-Regel anzupassen. Zum Thema Film mit einem ND-Filter habe ich ein umfangreiches Videotutorial in diesem Kanal hinterlegt, wo ihr genau die Details nochmal genau nachschauen könnt, damit ihr einfach diese 180-Grad-Regel nochmal genau versteht. Ja, wie befestige ich einen ND-Filter am Smartphone? Auch wieder ganz einfach. Ich habe hier ein entsprechendes Lenscase. Da kann ich dann einfach so einen Filter-Mount-Adapter draufschrauben. Entweder ich schraube diesen Adapter direkt auf das Case und schraube direkt den Filter an. Oder ich benutze ein Aufsatzobjektiv, habe dann auch einen Filter-Mount, den ich einfach auf dieses Aufsatzobjektiv draufstecken kann, um darauf dann den ND-Filter aufzuschrauben. Ein großes Problem als Smartphone-Filmer ist, und das kennt ihr auch alle, ihr filmt einfach drauf los. Klar, es ist ja so schön einfach. Ich entsperre das Smartphone, drücke auf Aufnahme und los geht's. Falsch. Solltet ihr nicht machen. Das ist genauso falsch, wie ihr wollt ein cooles Foto machen und macht einfach mal eben schnell 50 Aufnahmen und hofft, eine wird da schon wohl cool sein.
Seht zu, dass ihr eure Shots so ein bisschen plant. Schaut mal so ein bisschen in der Gegend rum, welches Motiv ihr filmen wollt. Macht euch ein paar Gedanken dazu und versucht dann einen coolen, regulierten Shot zu machen. Mit flüssigen, langsamen Bewegungen, ohne wild hin und her zu schwenken. Wie man eure Aufnahmen stabilisiert, habe ich euch ja in diesem Tutorial schon erzählt. Also achtet darauf, dass ihr einfach so ein bisschen ja, im Vorfeld plant und dann ganz bedacht an die Sache rangeht. Ganz wichtig ist eigentlich nur ja, eigentlich ein selbstverständlicher Tipp, aber wird wirklich so oft nicht beachtet. Deswegen macht euch einfach kurz vor jedem Shot Gedanken, so hey, was würde ich hier eigentlich filmen und ja, wie setze ich das in Szene? Und dann sieht euer Video gleich viel besser aus. Kommen wir zum letzten Punkt. Ein großes Problem, und das ist mit noch das tatsächlich das größte Problem, was man als Smartphone-Filmer hat. Man wird nicht ernst genommen als professioneller Filmemacher. Kommt mal zum professionellen Set hin und sagt, hier, ich habe hier, keine Ahnung, womöglich noch für Geld einen Auftrag, ich muss hier ein Event filmen oder sonstiges. Und dann kommt ihr mit dem Smartphone an. Da fragen die doch als erstes, so, okay, wo ist denn euer richtiges Filmequipment? Also man wird immer noch sehr gerne belächelt. Als Smartphone-Filmer. Was kann man dagegen tun? Ja gut, ihr könnt natürlich jetzt hier monstermäßig hier noch einen Rig vorbauen und noch mit Aufsatzadaptern solche Objektive vor Smartphone schrauben, aber das ist ja genau das, was ihr nicht wollt. Ihr filmt ja mit dem Smartphone, weil es ja eben so schön praktisch, einfach und leicht ist. Also könnt ihr nur mit Qualität überzeugen. Lasst euch nicht beirren, lasst die Leute reden und ihr überzeugt einfach mit den Ergebnissen. Wenn ihr so in die Medien schaut, Thema Smartphone-Filmerei wird immer beliebter. Besonders in diesem Jahr hat man richtig gemerkt, es ist so ein richtiger Ruck so durch alle Internetportale gegangen. Tatsächlich jeder hat das Thema irgendwo aufgegriffen. Selbst professionelle Filmemacher haben plötzlich das ein oder andere Smartphone-Filmvideo in ihrem YouTube-Kanal. Also das ist immer mehr im Fokus. Die Kameras der Smartphones werden immer besser. Also ich behaupte, das ist die Zukunft der Filmemacherei. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieses Videotutorials angekommen. Ich denke mal, der ein oder andere wird vielleicht den ein oder anderen Tipp mitnehmen oder hat selber diese Probleme auch schon mal gehabt bei der Smartphone-Filmerei. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein Stückchen weiterhelfen. Gebt mir gerne ein Like für das Video und ich würde mich natürlich sehr über ein Abo freuen, wenn ihr eh nicht schon diesen Kanal abonniert habt, weil hier werden in Zukunft noch viele weitere Videos zum Thema Film mit dem Smartphone erscheinen. Schaut doch mal auf meine Webseite auf wollfilms.de. Da gibt es noch etliche Infos zum Thema Film mit dem Smartphone, Tipps und Tricks, natürlich auch Produktempfehlungen. Und ja, da erfahrt ihr eigentlich alles das, was ihr wissen müsst, wenn ihr mit eurem Smartphone professionell filmen wollt. Ja, ich sage schönen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei euer Rainer. Ciao.